Servus Leute, wir machen heute so einen Vesper-Schritt mit dem Wort Brotzeit. Es kommt hier nur ein Werkzeug zum Einsatz, ein Hybridfräser aus Schaftfräser und Gravierstichel. Es hat einen Schaft von 6 mm, eine abgeflachte Spitze von 0,8 mm und einen Winkel von 20 Grad. Und dieses gute Stück wird nun in mein Hydrodehnspanfutter eingesetzt. Die Anschläge werden vorbereitet und das Brett ausgerichtet. Nachdem X, Y, Z definiert wurde, kann es auch schon losgehen. Meine Schnittdaten unten rechts. Ich wünsche euch viel Spaß. Mit der Nylonbürste werden nur noch kleine Späne entfernt und so sieht das Ergebnis aus. Mit einem Staubsauger wird noch der Staub entfernt und dann kann es auch schon ans Ölen gehen. Ich muss sagen, ich verwende lieber etwas zu viel Öl und nehme es dann mit einem Lappen und etwas Druckluft wieder weg. Nun wird noch das restliche Brett geölt und dann haben wir es auch schon geschafft. Hier noch weitere Exemplare. Einmal in so ein zusammengeleimtes Brett und in Akazienholz. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das in Fusion gemacht wird, müsst ihr nur dranbleiben. Bis gleich. Der Fusion-Teil. Ja, also es ist sehr, sehr einfach. Man kann es schon unten in der Timeline sehen, da passiert nicht viel. Zum einen haben wir hier das Brett, aber ich muss sagen, das Maß hier ist völlig egal und das hier auch. Wieso das so ist, erkläre ich später. Da habe ich einfach so ein Brett erzeugt, extrudiert, gerundet. Dann als nächstes eine zweite Skizze. Man kann schon sehen, Wort Brotzeit. Man kann auch hier diese, ich nenne es mal Fahnen sehen, diese Linien. Wozu wir die brauchen, erkläre ich später in der Fertigung. Genau, und dann einfach das Wort hier reingeschrieben. Man kann hier sehen, man kann so eine Linie sehen, das wird natürlich dieser abgesetzte Teil später. Das war die ganze Skizze. Als nächstes habe ich es extrudiert, nämlich genau diese Fläche. Und das war es tatsächlich schon. Also wirklich nicht viel. Deswegen machen wir gleich weiter. Man kann hier ein Setup sehen. Das öffnen wir gleich mal. Man kann sehen, ich habe hier den Nullpunkt unten, ich nenne es mal unten rechts gewählt. Das habe ich mit Absicht so gemacht, damit dass sich das Maß von X, also dieses Maß hier, verändern kann und dieses auch. Dann spielt es einfach keine Rolle mehr, wie groß oder wie lang das Brett ist, also wie hoch, wie breit. Deswegen der Punkt hier unten rechts. Ich muss sagen, ich habe die Datei so etwa vor 2 Jahren erstellt. Und es hat sich echt bewährt. Also dieser Punkt hier, also immer diesen Punkt hier anzutasten, egal ob das Brett gewellt ist, groß, klein, hat sich echt bewährt. Das Wort muss einfach nur reinpassen, aber ansonsten mache ich das immer so mit diesem Punkt hier. Als Rohteil habe ich gesagt, relative Quadratgröße, einfach 000 und das ist damit mein Rohteil. Man kann hier einen Ordner sehen, Kontur, aber es spielt keine Rolle, ob die Operation im Ordner ist oder außerhalb. Das ist einfach nur für die Übersicht.
wir schauen uns die erste Operation an. Und da verblenden wir uns einfach mal noch die Skizze ein. So, und jetzt kann man hier das Werkzeug sehen. Ein 6 mm 20 Grad, ich nenne es mal Hybridfräser, also ein Mix aus Gravierstichel und Schaftfräser, hat eine Steigung von 20 Grad, also in Summe 20 Grad, und eine Fläche unten von 0,8 mm. Jetzt kann man hier schon sehen, als Schnittdaten Bauch aber gut. Wie gesagt, ich habe das so vor 2 Jahren einfach mal aus dem Bauch geschossen und seitdem nicht verändert. Also ist es wirklich gut, kann man so stehen lassen. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen was drauf geben, aber warum? Es funktioniert und never touch a running system. Deswegen lassen wir es so. Genau, als Geometrie arbeite ich nur mit der Skizze. Man könnte sogar den Körper ausblenden, das stört es nicht so. Diese Linie ausgewählt und natürlich die Außenkontur von dem Buchstabe Beta. Dann bei den Endhöhen sage ich, beziehungsweise bei den Höhen sage ich ausgewählte Kontur. Ich muss dazu sagen, Modelloberkante, Rohteiloberkante und ausgewählte Kontur ist hier in diesem Beispiel jetzt alles gleich. Also dasselbe Maß. Deswegen spielt es eigentlich keine Rolle, was hier oder was hier steht. Also 1,6 mm tief fährst du es mir ab. Aber mit einem axialen Aufmaß von 0,15 mm. Das heißt, hier 0,15 mm drüber bleiben. Also oberhalb dem Endmaß. So, jetzt stimmt's. Und hier habe ich nichts verändert, genau. Und das sieht dann so aus. Können wir mal den Körper ausblenden. Können wir auch gleich sehen, wie das später in Live aussehen wird. Man kann schon sehen, 2D-Kontur M-Offset, also mit Offset und ohne Offset. Ich habe einfach das hier dupliziert und das auf das Rohteilaufmaß aufgeschmissen. Mehr nicht. Das ist alles. Ja, und das Ganze machen wir bei allen Buchstaben, bis es final so aussieht. Machen wir gleich weiter. Kann man hier schon sehen, eine Tasche. Dafür brauchen wir jetzt nicht mehr die Skizze, sondern den Körper. Das gleiche Werkzeug, Schnittdaten sind gleich. Als Geometrie habe ich diese Fläche hier ausgewählt und gesagt, Rohteiloberkante, da fängst du an, bis Rohteiloberkante minus 9. Das ist nämlich genau diese Höhe hier. Und da sage ich Rohteilaufmaß. Und jetzt wird es spannend. Axial, also die Höhe hier, 4,5 mm, also 9 durch 2, dass wir genau hier in der Hälfte sind, weil ich will 2 Durchgänge machen. Dieses radiale Aufmaß ist aber interessant. 0,943. Wie komme ich auf diesen Wert? Dieser Wert hier kommt aus meiner Excel-Liste. Also ich habe hier einen 10 Grad Gravierstichel, also nur die eine Flanke, in Summe 20. Ich will nicht tiefer eintauchen als vorgegeben und habe hier nicht 9, sondern 4,5 mm. Und dann sagt er mir, 0,793 mm musst du eintauchen. Man kann schon sehen, da steht schon ein bisschen was. Ich drehe das tatsächlich schon zum zweiten Mal. Mir ist da ein Fehler passiert. Okay, 7,93 plus 0,15, weil ich will von der Wand nochmal wegbleiben. 0,15 mm für diesen späteren Schlichtdurchgang. Also 0,943. Das bleibe ich von der Wand weg und das ist dann genau das perfekte Maß. Genau, da habe ich nichts verändert und das sieht dann so aus. Als nächstes dupliziert, aber dieses Mal, lass mal weg, die Geometrie unverändert, Höhe unverändert, das Axiale auf, Axial ist 0,15, also ich bleibe hier 0,15 mm weg vom Boden. Vom Boden und von der Wand 1,71 mm. Jetzt genau dasselbe Spiel. Ich will 9 mm tief eintauchen, aber mit einem axialen Aufmaß von 0,15 mm. Das heißt, machen wir gleich als Formel. 9 minus 0,15, 8,85 und hier kann man sehen, ich will 1,560 mm muss ich axial wegbleiben. So, gucken wir es jetzt mal an. Das stimmt nicht. Wieso stimmt denn das nicht?
9 mm plus einem axialen Aufwasser. Muss ich das Video jetzt das dritte Mal aufnehmen? Jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, also 8,85, das stimmt, als Höhe. Ich muss ja von der Wand 1,560 mm wegbleiben und die 0,15 mm, die ich für den Schlichtdurchgang später brauche, die habe ich gerade vergessen und deswegen war ich gerade etwas selbst irritiert. Aber gut, weiter geht's. Also 1,71 mm bleiben wir weg von der Wand, nämlich genau das. So, und hier alles unverändert. Und jetzt kommt dieser letzte Schlichtdurchgang. Ich mache das in zwei Durchgängen. Also ich habe das vorherige einfach dupliziert. Und jetzt steht ja hier 9 mm. Also ich tauche 9 mm tief ein. Und wieder 1,587 plus 0,15, 1,737. 1,737. Das mache ich, damit der Boden einfach perfekt wird. Weil sonst sieht man später so ganz leichte Schliersen und Durchgänge. Und das hier zu schleifen ist fast unmöglich. Deswegen sage ich, lieber noch einmal durchfahren, damit die Oberfläche einfach perfekt wird. Also ich sag mal, dieser Durchgang ist nur dafür da, damit der Boden perfekt ist. Genau, wieder alles unverändert. Das ist natürlich, jetzt kann man schon sehen, Finish. Jetzt tauchen wir jetzt fahren wir wieder natürlich die komplette Tiefe ab, aber ohne ein radiales Aufmaß von 0,15 mm. Das sind ja genau diese 1,587. Und damit werden dann die Wände nochmal schön abgefahren. Und das gleiche mache ich einfach nochmal. Ich habe nichts verändert. Und auch das mache ich einfach nur, manchmal stellen sich so einzelne Holzfasern nochmal auf und die werden dann in dem zweiten Durchgang einfach nochmal weggenommen. Und wenn ich ehrlich bin, da gibt es fast nichts mehr zu schleifen, das Ergebnis ist dann perfekt. Ja, dauert halt ein bisschen länger, wie lange dauert denn so ein Durchgang? 34 Sekunden, also ich glaube, das ist verkraftbar. Okay, dann die Tasche, dasselbe Werkzeug, Schnittdaten identisch. Sagt man einfach hier diese Fläche, roter Oberkant, minus 1,8 mm. Ja, wie sich das zusammensetzt, wissen wir jetzt langsam, genau, und unverändert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso ich das so in so Einzelschritte gemacht habe. Man hätte es auch über die tiefen Schnitte machen können. Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht mehr, wieso ich das so gemacht habe. Genau, und dasselbe mache ich hier bei dem O, einmal bei dem B, einmal bei dem O. Wie gesagt, hätte man ja auch über diese tiefen Schnitte machen können. Ach, jetzt sehe ich es gerade, die gibt es gar nicht. Stimmt, deswegen habe ich das gemacht. Genau, weil es, ich meine, die Software hatte damals Probleme mit diesem Hybrid-Fräser. Und deswegen blendet die Software die tiefen Schnitte aus. Aber wieso das so ist, keine Ahnung. Deswegen musste ich mir helfen und diese Einzelschritte machen. Ah ja, okay, genau. Genau, und so wird das Brotzeit gefräst. War auch für mich ehrlich gesagt wieder eine schöne Wiederholung. Weil, wie gesagt, ist doch schon ein bisschen länger her. Aber so läuft die Fertigung ab. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.